Vor kurzem habe ich meine American Express Membership Rewards Punkte für einen Flug eingelöst, der etwas mehr als 9.200 Euro gekostet hätte. Wie man diese Punkte sammeln kann, wie man sie dann letzten Endes auch einlöst und worauf man dabei achten muss, erfährst du in diesem Video hier. Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und gemeinsam mit meinem Mitarbeiter des Monats, meiner thailändischen Kriegerfigur, möchte ich dir gerne in diesem Video zeigen, wie ich meinen Prämienflug mit Membership Rewards Punkten gebucht und gezahlt habe, worauf man dabei achten muss und natürlich auch erstmal, wie du diese Punkte sammeln kannst, damit das Ganze möglich wird. Vor kurzem bin ich in der Hauptreisezeit mit meiner Freundin von Frankfurt nach Bangkok und zurückgereist. Das Ganze in der Q-Suite, die innerhalb von Vielfliegerkreisen wirklich sehr gelobt und gefeiert wird. Die ist wirklich mehrfach schon ausgezeichnet worden als die beste Business Class weltweit und das kann ich definitiv mittlerweile nachvollziehen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern wie du selber das schaffen kannst, genau solche Flüge zu bekommen und zu buchen. Natürlich ohne einen Berg voll Geld auf den Tisch zu legen, sondern indem du einfach ein paar Punkte gesammelt hast, die du dann dafür verwenden kannst. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten von drei Schritten. Das ist nämlich das Meilen und Punkte sammeln. Ist natürlich vollkommen klar, bevor man sie einlösen kann, muss man die Punkte sammeln. In meinem Fall mache ich das am Boden und nicht, wie die meisten Menschen denken und erzählen, in der Luft. Ich bin kein Vielflieger, reise nicht extrem oft, sondern ich befinde mich meistens in meinem Büro, ähnlich wie hier, und arbeite. Und deswegen kann ich dabei trotzdem relativ viele Punkte sammeln. Das geht mit verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer American Express Kreditkarte. Ich nutze hier die American Express Business Platinum Card. Gerade Selbstständigen und Unternehmern kann ich genau diese Variante hier sehr empfehlen. Zum einen hat es für eure Firma diverse Vorteile, wie zum Beispiel ein verlängertes Zahlungsziel, Versicherungen und so weiter. Da möchte ich jetzt in diesem Video nicht drauf eingehen, haben wir schon mal in einem anderen Video behandelt. Wen es interessiert, das verlinke ich gerne hier unten drunter. Der große Vorteil von Amex-Karten ist, dass man mit jedem Euro Ausgabe einen sogenannten Membership Rewards Punkt sammelt. Und diese Punkte kann man dann für Prämienflüge, private Reisen, natürlich auch Mietwagen und Hotels und so verwenden, aber hauptsächlich für Flüge. Und das ist die Methode, die ich verwende und wie man damit besonders schnell Punkte sammelt. Zum einen natürlich achtet auf Promotions und Aktionen. Jetzt gerade während ich das Video hier aufnehme zum Beispiel, gibt es bei Beantragung dieser Karte hier 75.000 Membership Rewards Punkte zum Start. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, denn wer mitgerechnet hat, weiß, hier müsste man 75.000 Euro ausgeben, um auf den gleichen Punktestand zu kommen und es macht Sinn, auf so eine Aktion oder Promotion zu warten. Es gibt für die anderen Karten auch immer verschiedene, haltet hier also die Augen offen und auch nach Ablauf der Aktion findet ihr den Link dazu hier jeweils in der Beschreibungsbox. Dort ist immer der jeweils beste Deal, den es gerade gibt, verlinkt. Das also ganz zu Beginn, wartet auf diese Zeiträume. Ich weiß, Amex mag das wahrscheinlich nicht, dass ich das hier erwähne, aber das lohnt sich wirklich, weil man sonst so viel machen müsste, bis man diese Punkte anderweitig zusammen hat. Dann gibt es ein relativ unbekanntes Produkt, das ist der sogenannte Meilenturbo. Der kostet einmalig 15 Euro und dann sammelt ihr auf die nächsten 40.000 Euro Umsatz doppelte Punkte. Das geht über die Hotline, ist so ein bisschen versteckt. Online kann man das auch gar nicht selber machen, sondern geht wirklich nur über die Hotline und den Kundensupport. Einfach kurz anrufen, die wissen dann schon, was gemeint ist. Dann wird das Ganze aktiviert. Leider funktioniert das nur einmal im Jahr, trotzdem solltet ihr das mitnehmen und selbst wenn man nicht die 40.000 Euro Umsatz erreicht, kann man trotzdem auch in den niedrigeren Zahlen die jeweils doppelte Punktezahl einsammeln. Dann ist natürlich wichtig, die Karte so häufig wie möglich mit so hohem Umsatz wie möglich zu verwenden. Das haben wir gemacht, indem wir es bei diversesten Akzeptanzpartnern hinterlegt haben. Das Schöne ist, ihr könnt hier Firmenausgaben drüber laufen lassen und trotzdem die Punkte privat verwenden. Die sind pauschal versteuert, also es gibt kein Theater mit dem Finanzamt. Amex zahlt dafür sogenannte Pauschalversteuerung und ihr könnt die jederzeit privat voll verwenden. Das heißt, mit Firmenausgaben gibt es Cashback, der dir privat zufließt. Wir haben jetzt die Karte bei verschiedenen Partnern hinterlegt, wie zum Beispiel Werbepartnern. Das ist allen voran natürlich Google, Meta, Amazon fällt mir da spontan ein, aber auch ganz viele weitere Softwarepartner, Microsoft zum Beispiel, andere Hosting-Anbieter. Und dort ist die Karte überall im Hintergrund hinterlegt, sammelt jeden Tag Punkte und muss nichts aktiv dafür getan werden. Der Vorteil für die Firma ist sogar noch, dass man 58 Tage später erst zahlen muss, wegen dem langen Zahlungsziel. Also auch das Unternehmen gewinnt Liquidität und hat etwas davon. Also klassischer Win-Win meiner Meinung nach. Dann solltest du natürlich auch die Karte als Zahlungsmittel hinterlegen bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel PayPal. Damit kannst du dann in diversesten Online-Shops einkaufen und genau die gleichen Vorteile nutzen. Aber auch sowas wie Apple Pay oder Google Pay bietet sich natürlich total an. Falls du Mitarbeiter hast, sehr wichtig, kannst du bei der Business Platinum Card bis zu 98 Mitarbeiterkarten kostenlos bekommen. Das für dich in diesem Fall Wichtige ist, dass mit jedem Euro, den deine Mitarbeiter mit dieser Karte ausgeben, Punkte gesammelt werden, die auf dein Konto
Konto gehen. Und gerade wenn zum Beispiel Firmenwagen aktiv sind, die natürlich immer wieder betankt werden müssen, wenn deine Mitarbeiter selbstständig irgendwelches Material bestellen, dann sollte diese Karte verwendet werden im Hintergrund, damit Punkte auf deinem Konto gesammelt werden. Auch das ist nicht zu unterschätzen, wie viel da letzten Endes dann zusammenkommt. Dann gibt es natürlich auch noch Privatkarten, die sind ebenfalls kostenfrei mit in diesem Paket mit drin. Ich nutze die zum Beispiel, um meine Lebensmittel zu kaufen, aber auch tanken, sogar mein Netflix-Abo und Spotify, alles, was ich so privat zahle. Ansonsten solltest du noch auf Partnerangebote achten. Wer Amex-Kunde ist, hat natürlich auch die entsprechende App dazu auf dem Handy. Da sieht man immer in dem Bereich Offers ganz unten bestimmte Angebote. Teilweise gibt es da Kombinationen für Dinge, die man so oder so gekauft oder gebraucht hätte. Zum Beispiel habe ich kürzlich unser betriebliches Dropbox-Abo neu gekauft sozusagen und dafür dann noch ein paar tausend Punkte Bonus bekommen. Sowas gibt es. Teilweise gibt es auch direkt Euro-Cash-Gutschriften. Auch das ist eine Möglichkeit. Dann kommen wir zum schönen zweiten Schritt, und zwar der Planung der Einlösungsmöglichkeiten. Und dazu muss man wissen, dass fast jede Airline auf diesem Planeten, außer vielleicht Ryanair und so ein paar kleinere, ein Treueprogramm hat. Und die Idee dahinter ist, sich Stammkunden zu erziehen, die immer wieder bei der gleichen Airline buchen, Punkte sammeln, um die dann irgendwann einzulösen gegen Flugprämien. Das heißt also einen kostenlosen Freiflug oder auch Upgrades in die nächsthöhere Buchungsklasse zum Beispiel. Und American Express ist jetzt ein Beispiel für eine Karte, die allgemein universelle Punkte sammelt, dann mit diesem Treueprogramm eine Partnerschaft abschließt, sodass man die Punkte untereinander übertragen kann. Nicht jede Airline und jedes Programm funktioniert gleich. Manche haben unterschiedliche Einlösebedingungen. Manche erheben zum Beispiel noch weitere Zuschläge, die andere nicht erheben. Andere sind auf bestimmten Strecken nur besonders stark und bei anderen grausam, einfach von den Kosten, die da entstehen oder der Anzahl Punkte, die man benötigt, aber auf anderen wieder total gut. Also hier gibt es, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten und wer möchte, kann hier extrem viel Zeit verwenden und verschwenden. Ich gehöre ehrlich gesagt nicht dazu. Ich habe keine Lust, mich durch ewige Foren zu lesen, lange hin und her zu diskutieren und Blogs noch zu lesen, Podcasts zu hören und so weiter. Das kann man in dem Bereich alles machen und hat alles seine Berechtigung. Und Menschen, die da viel reisen damit, holen da bestimmt auch dann was Gutes raus. Ich gehöre nicht dazu. Deswegen habe ich einen groben Überblick, welches Airline-Programm wie funktioniert, welche Stärken und Schwächen hat. Und damit starte ich dann. Ich überlege mir, welches Reiseziel habe ich und nehme dafür aber in Kauf, dass ich mich nicht das ganze Jahr über damit beschäftige, dass ich nicht den allerhöchsten Wert pro Membership Rewards Punkt raushole. Für euch so als grobe Orientierung, wo man da landen kann, wie viel so ein Punkt wert ist. Wenn man direkt sich das Ganze auszahlen lässt, das geht über Payback, dann überträgt man die Membership Rewards Punkte von dort zum Payback Partnerprogramm und kann sie sich dann dort einfach aufs Girokonto auszahlen lassen in Euro. Dann bekommt man 0,5 Cent pro Membership Rewards Punkt. Wenn man ein bisschen mehr Komfort haben möchte, dieses Hin und Her nicht will, dann kann man auch direkt Kartenausgaben bei Amex mit Membership Rewards Punkten bezahlen. Dann bekommt man 0,4 Cent pro Membership Rewards Punkt. Das entspricht 0,4% Cashback auf deine jeweiligen Ausgaben, beziehungsweise 0,5, wenn man den Weg über Payback geht. Das so als unteres Limit. Alles darunter ist ein schlechter Deal. Das solltet ihr nicht akzeptieren, nicht machen. Dann lieber direkt mit Euros kaufen und über die eben genannten Wege auscashen. Das würde ich euch empfehlen. Nach oben hin sind fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt einige wirklich sehr erfahrene Meileneinlöser, die schaffen bis zu 10 Cent pro Membership Rewards-Punkt auf bestimmten Kombinationen mit irgendwelchen First-Class-Flügen und so, die man wahrscheinlich so oder so nicht bezahlt hätte, zumindest als normaler Mensch. Aber so der Standard liegt irgendwo zwischen 2 und 3 Cent pro Membership-Rewards-Punkt, den Erfahrene und Meilenfreaks regelmäßig und auch gar nicht mal so selten erreichen. Jetzt zur Frage, wenn dein Reiseziel bekannt ist, wir sind ja im Schritt 2, die Einlösungsmöglichkeiten planen, dann sollst du im ersten Schritt mal herausfinden, welche Airlines diese Strecke überhaupt fliegen und regelmäßig fliegen. Es gibt in der Regel zwischen 2 Reisepunkten eine oder 2 Airlines, die das sehr regelmäßig machen, was deren Hauptstrecke ist, wo es zum Beispiel Nonstop-Flüge gibt. Dann gibt es auch ganz viele andere, die mit einem Umstieg oder mit 2 Umstiegen dann die gleiche Strecke anbieten. Welche von diesen Airlines dann Partnerschaft direkt mit American Express oder Membership Rewards haben, das ist natürlich der komfortablere Weg, wenn man direkt von Amex zu dem jeweiligen Zielpartner transferieren kann. Meistens auch aus finanzieller Sicht der beste Weg, weil dann dieser Zwischenpartner wegfällt und die Tauschverhältnisse einfach besser sind. Denn das ist auch noch ein Punkt, den ihr beachten müsst beim Planen der Einlösungsmöglichkeit. Nicht jeder Punkt ist gleich viel wert, sondern der Amex Membership Rewards Punkt wird in verschiedenen Verhältnissen in andere Zielwährungen getauscht. Also zum Beispiel bei dem einen sind 5 Membership Rewards Punkte 4 Meilen oder 4 Punkte in der Zielwährung wert. Bei anderen sind 3 Membership Rewards Punkte nur 2 wert zum Beispiel. Dann gibt es manche, wo 2 zu 1 getauscht wird, zum Beispiel von Membership Rewards zu Payback. So kommt man auf diese 0,5 Cent. Und das ist natürlich eine Kombination, die man immer noch im Hinterkopf haben muss, wenn man verschiedene Punktezahlen vergleicht. Aber schaut bitte, wie gesagt, im ersten Schritt, welche Airlines fliegen die Strecke regelmäßig, wer kommt grundsätzlich für mich von den Reisetagen, von den Verbindungen in Frage. Dann habt ihr die Liste schon mal ein bisschen ausgedünnt. Dann könnt ihr noch im nächsten Schritt schauen, wer ist direkter Amex-Partner. Wenn ihr jetzt schauen wollt, welche Airlines diese Strecken fliegen, nutze ich sehr gerne die Seite Google Flights.
oder Skyscanner sind ebenfalls ganz übersichtlich, wie ich finde. Wer ein bisschen erfahrener ist, dem sei die sogenannte ITA-Matrix ans Herz gelegt. Das ist auch eine Website, die Google irgendwann mal gekauft hat. Wenn ihr jetzt wisst, welche Airlines grundsätzlich in Frage kommen, dann geht es jetzt daran zu prüfen, wie viele Meilen braucht ihr genau. Das geht über verschiedene Kalkulatoren, die auf den Websites der Treueprogramme gelistet sind. Also ihr gebt eure Zielstrecke ein und dann steht dort, wie viele Punkte man jeweils braucht. Dann müsst ihr das jeweilige Tauschverhältnis noch berücksichtigen, um dann zu gucken, wie viele Membership Rewards Punkte würde ich für den jeweiligen Flug denn bezahlen. Bitte habt im Hinterkopf, dass es meistens mit den Punkten nicht getan ist, sondern es immer auch noch Zuzahlungen gibt. Das heißt, für zum Beispiel Treibstoffzuschläge, irgendwelche Steuern und Gebühren der Flughäfen selber werden auch nochmal Gebühren erhoben und teilweise weitergereicht, teilweise aber auch nicht weitergereicht. Also es kann sein, dass die gleiche Strecke bei verschiedenen Airlines unterschiedliche Steuern und Gebühren auslöst, einfach weil der eine Airline-Partner zum Beispiel Treibstoffzuschläge an seine Kunden weitergibt, der andere nicht. Also auch da muss man sich wirklich immer die Einzelverbindung raussuchen, wie dann die jeweilige Situation wäre. Wenn jetzt die Entscheidung getroffen ist, wer es werden soll, dann bitte noch die Verfügbarkeiten prüfen. Das ist die dritte Stellschraube. Es kann ja sein, dass alles perfekt ist, der Preis ist super, ihr habt genügend Punkte, die Zuzahlung passt, aber wenn die Airline an dem Tag keinen Prämienflug frei hat, dann könnt ihr natürlich auch nicht einlösen. Und bevor ihr jetzt die Punkte übertragt und sie dann dort quasi in dem Programm gefangen sind, solltet ihr vorher die Verfügbarkeiten überprüfen. Es geht in der Regel auch über das Online-Kundenkonto oder über das Online-Portal der jeweiligen Airline. Teilweise geht es aber auch nur über die Hotline. Auch das sei nochmal gesagt, scheut euch hier nicht, den Hörer in die Hand zu nehmen, denn gerade für Vielflieger und Mitglieder des Treueprogramms gibt es oft eine Sonderbehandlung, meistens auch eine separate Hotline. Und die Leute, die dort am Telefon sind, helfen euch nicht nur super gerne, sondern kennen sich auch mit der Punkteeinlöserei meistens ganz gut aus. In meinem persönlichen Fall für die Strecke Frankfurt-Bangkok und zurück ist Thai Airways die Nummer 1 Airline, aber jetzt gibt es da zwei Probleme. Zum einen wäre Thai Airways in der Star Alliance, also gemeinsam mit Lufthansa und so weiter, hätte ich das erst über Payback dann zu Miles & More oder einem anderen Programm übertragen müssen. Das wäre in dem Fall super teuer gewesen. Ich hätte extrem viele Punkte gebraucht. Das wäre nicht so attraktiv. Die Zuzahlung war hoch und es gab auch noch keine Verfügbarkeiten. Also Thai Airways war relativ schnell vom Tisch. Dann gab es noch Singapore Airlines, ebenfalls ein sehr gutes Flugprodukt. Das wäre auch günstig gewesen. Das wären für zwei Personen ca. 450 Euro Zuzahlung gewesen und ein bisschen weniger Punkte als bei Katar. Aber wir wollten sehr kurzfristig reisen. Zwischen dem Buchungszeitraum und Abreisetag waren, glaube ich, nur 10 Tage oder so. Und die Übertragungszeit von American Express Membership Rewards zu dem ChrisFlyer-Programm von Singapore Airlines beträgt 15 Tage. Das heißt, das hätte ziemlich sicher nicht geklappt. Wir hätten wahrscheinlich nicht pünktlich unser Ticket bekommen, sodass auch diese Option rausgefallen ist. Und dann musste ich einen der anderen Partner wählen, der nicht optimal war von den Preisen und so weiter. Ja, okay. Aber Qatar Airways hat zum Beispiel nur eine Übertragungszeit von 2 Tagen. Das hat dann in dem Fall das Rennen gemacht, ist letzten Endes auch geworden und wir haben ca. 420 Euro, 422 oder so pro Person Zuzahlung geleistet und bin dann zum Schritt 3 übergegangen. Die Punkteübertragung und Buchung. Im ersten Moment musst du dann gegebenenfalls nochmal ein Kundenkonto erstellen bei der jeweiligen Airline für das Treueprogramm, falls du es noch nicht hast. Wenn du das dann hast, kannst du das mit dem American Express Kundenkonto verknüpfen, damit dieser Übertragungsweg steht und die wissen, diese Person soll Punkte von diesem Kundenkonto bei Amex bekommen. Das muss man einmal miteinander verknüpfen. Das geht, indem du dann einfach auf Punkte übertragen klickst. Dann kommt nochmal so ein Kalkulator. Die fragen dich, wie viele Membership Rewards Punkte sollen es sein. Zeigen an, wie viel auf der einen Seite abgebucht wird von deinen Membership Rewards Punkten und wie viele Punkte auf der anderen Seite ankommen. Das kannst du natürlich nochmal prüfen mit dem, was du vorher recherchiert hast, ob das zusammenpasst und dann auf Übertragen drücken. Dann kannst du eigentlich nur warten. Ich habe versucht, das zu beschleunigen. Funktioniert nicht. Also einfach abwarten, ein bisschen geduldig sein, Däumchen drehen und dann erfolgt in der Regel auch kurzfristig die Gutschrift. Dann kannst du mit diesen Punkten, die dann in dem Kundenkonto sind, bei der jeweiligen Ziel-Airline, die Buchung durchführen. Das geht eigentlich genauso wie eine normale Flugbuchung auch. Man wählt halt einfach am Ende als Zahlungsmittel nicht die Kreditkarte, PayPal oder irgendwas, sondern wählt in der Regel erstmal die Punkte aus und hat dann die Möglichkeit, die Zuzahlung im jeweils gewünschten Zahlungsmittel zu erledigen. In meinem Fall war das natürlich die Amex-Karte. Das ist da, wie gesagt, der Standardweg. Es gibt häufig auch noch die Möglichkeit, wenn man nicht genügend Punkte haben sollte, wodurch auch immer, dass man das ergänzen kann durch mehr Euros, dass man das ein bisschen auffüllen kann. In manchen Fällen macht das auch total Sinn. Zum Beispiel bei British Airways sollte man nicht 100% des Preises mit Punkten zahlen, sondern die Steuern und Gebühren mit Euros zahlen zum Beispiel, weil einfach der Preis, dieser Zusatzpreis für die letzten 10-20%, das wäre so unverhältnismäßig teuer, dass man fast den kompletten Flug mit Euros bezahlen könnte. Wenn man aber hier ein bisschen runtergeht, einen kleinen Betrag zahlt,
für Steuern und Gebühren, dann lohnt sich das wirklich sehr gut, gerade auf Kurzstrecken British Airways. Kleine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn ihr unsicher seid, hier nochmal der Hinweis, ruft bei der Hotline an, gerade wenn es ums Punkte einlösen geht, es da irgendwie klemmt oder hakt. Manche können auch direkt per Telefon eine Buchung entgegennehmen, wenn ihr dann eure Kundenkontonummer habt, die Buchung zum Beispiel schon vorbereitet habt im Online-Portal, das da irgendwie nicht abschließen könnt, dann kann das teilweise sogar per Telefon passieren. In meinem Fall habe ich jetzt 750.000 Membership Rewards Punkte ausgegeben, ungefähr 850 Euro Zuzahlung geleistet und letzten Endes habe ich dafür einen Flug bekommen, der sonst 9.200 Euro gekostet hätte. Das ergibt für mich jetzt einen Gegenwert von ungefähr 1,2 Cent pro Membership Rewards Punkt beziehungsweise 1,2% Cashback auf Firmenausgaben, die ich so oder so gehabt hätte. Das Ganze ist mir natürlich privat steuerfrei zugeflossen. Das heißt, wenn ich hier noch meinen privaten Einkommensteuersatz draufrechne, wäre ich nochmal deutlich höher von dem möglichen Wert. Wenn du jetzt sagst, das klingt spannend, möchte ich gerne mal testen, das ist was für mich, da habe ich auch Spaß dran, dann ist jetzt, wie gesagt, ein sehr guter Zeitpunkt, um sich mit der Amex-Karte an das Thema Meilen sammeln ranzuwagen. Es gibt gerade 75.000 Membership Rewards Punkte zum Start. Den Link dazu findest du hier unten drunter in der Beschreibungsbox. Ich danke dir erstmal fürs Zuschauen und jetzt wünsche ich dir allzeit hohe Umsätze, viele Punkte und natürlich allzeit sicheren Flug. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.